Hallo, meine lieben Zelda-Freunde, und willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask im Schädelbruch-Tempel. Von vielen gefürchtet, von mir irgendwie auch. Naja, ist ja auch egal, wir machen jetzt jedenfalls hier weiter. Im letzten Part haben wir die Eispfeile bekommen und haben ein paar Schalter hier aktiviert. Und als nächstes müssen wir uns hier rüberziehen, damit wir auf dieser Wassersäule landen können. Die trägt uns dann hier gleich hoch und dann können wir zu dem Schalter und den drehen wir jetzt. Und ihr werdet schon gleich sehen, der aktiviert etwas ganz Bestimmtes. Und zwar, wenn wir den drehen, läuft durch das rote Rohr Wasser und dadurch ist die Auswirkung auf das Wasserrad gleich groß, durch es zum Stillstand kommt. Die wollen aber, dass es sich in die andere Richtung dreht. Also, dass nur der rote Strom aktiviert ist. Deshalb müssen wir den gelben hier schließen, damit das Wasserrad in die andere Richtung laufen kann. Für die Leute, die jetzt kein Wort verstehen, werden einfach sehen, was ich meine. Denn jetzt wird der gelbe Fluss deaktiviert und der rote wird ja aktiviert auf eine gewisse Art und Weise. Und dadurch dreht sich das Wasserrad nun umgekehrt. Das ist der ganze Sinn und Zweck von der Sache hier. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen kapiert. Wenn nicht, dann lest eine Gebrauchsanleitung weiter. Ach, was soll's. Ich hoffe einfach mal, dass ihr es einigermaßen gecheckt habt. Ansonsten wäre es etwas doof. So, die hier finden wir auch noch schnell, die Skulltulas. So, da wird es auch schon wieder Nacht. Bin ich aber sehr glücklich drüber. So, jetzt warte ich, muss ich das Ding hier aktiviert, wo Galdas und Rubin runterfallen. Dabei sollte man doch eigentlich meinen, Rubine sind immer rot. Na, was soll's. Okay. Und ja. Jetzt dreht sich auch hier alles in umgekehrte Richtung. Und nun können wir in Bereiche gelangen, wo wir vorher nicht hin konnten. Und das sah zwar sehr stylisch aus, lieber Zora Link, aber... Naja, solche Typen wie dich brauchen wir dann doch wieder nicht. Okay, da kann man zum Beispiel jetzt rein. Zumindest würde ich da gerne reinkommen, aber ich komme nicht rein, weil ich zu doof bin. Geil. Okay. Wir haben auch im letzten Part den Master Key erhalten und alles. So, hier bleibt man schon mehr vom Leib. Und jetzt können wir auch hier hinter. Und hier ist... What the fuck? Es sind noch viele... weitere Wasserräder und hier fliegt gerade ein Hubschrauber vorbei, den man wahrscheinlich in der Aufnahme etwas hören wird. Geil! Okay, ich glaube, jetzt sind die Eispfeile gefragt. Weil... ja. Aber okay, jetzt wird es sowieso gleich erstmal Nacht. Yes! Okay, lass es erstmal Nacht werden. Ja, gut, damit ich diese Anzeige... Bild habe, so ungefähr. Okay, wir halten das Ganze jetzt hier an. Und es kommt zum Stillstand. Geil. Jetzt komme ich bloß nicht mehr mit dem Fanghaken da rein. Noch geiler. Obwohl, ist es eigentlich hier hinten? Hier war ich noch nie. Ach so. So soll man darüber. Ich bin da immer... Oh. Ups, ich habe das im Spiel falsch gemacht. Ach so, oh mein Gott, bin ich doof. Okay, ja, so, lässt du das bitte? Danke. So, jetzt müssen wir da runter zu der Fackel. Dort befindet sich Fee Nummer 10, wenn man alles richtig gemacht hat. Ja. Nummer 10 ist das jetzt. Und ja, jetzt brauche ich Feuerpfeile. Sehr schön. Denn wir müssen irgendwie das Wasserrad wieder in Gang kriegen, da es jetzt deaktiviert ist. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Oder? So, zack. Und jetzt läuft's wieder. Geil, die Plattform fährt mir auf und davon. Link, du bist so ein Rost. Aber derweil rüste ich mal die Eispfeile schnell aus. Und
ja, dann hätten wir auch schon mal das. Es sind noch 5 Feen. Und 2 waren im Raum vom Boss. Das bedeutet, es sind... Hier gibt es auch noch eine, das weiß ich noch. Das heißt, in diesem anderen Raum. So. Gibt es noch 2 weitere, weil es gibt noch einen mit Feen. Habe ich irgendwo eine vergessen? Ich hoffe doch nicht. So, jetzt muss ich irgendwie da drauf. Boah, geschafft. Jetzt holt man sich nämlich den Fanghaken und versucht sich nun da hochzuschießen irgendwie. Aber ich glaube, dazu muss ich etwas aus Wasser drauf, weil das ansonsten nicht klappt. So, ich stehe auf der falschen Seite. Geil. Bitte da hoch. Danke. Und hier sollte das eigentlich funktionieren. Ja. Und so geht das. Irgendwie so zumindest. Ich weiß selber nicht so genau, wie es gedacht ist. Aber auf jeden Fall bekommen wir am Ende unsere verirrte Fee. So, jetzt könnten wir eigentlich darüber gehen. Also mit der Plattform darüber fahren und dann darüber springen. Aber so geht's auch. Ist jetzt zwar nicht so gedacht und alles, aber hey, wir sind immerhin da, wo wir hinwollen. Und es stand nicht im Vertrag, dass ich euch die regulären Wege immer zeigen muss. So, hier ist jetzt so eine Wippe. Und jetzt muss ich schnell sein. Ah, shit. Dümeling. So wird's nix. So, nerv mich nicht. Aber war nicht da oben irgendwie was? Ich glaube schon, dass man da irgendwie was auftun muss. Das war doch irgendwie sowas. Ne, Zora! Ich brauche den Zora jetzt mal ausnahmsweise nicht. Also sei bitte so nett zu mir. Ich wusste's doch. So, jetzt fließt hier Wasser drauf. Und jetzt könnte man eigentlich schon weiter. Aber wir müssen da runter, denn da befindet sich eine Fee. Wow, the fuck. Achso, mit einer Rollattacke kann man ja Fässer auch kaputt machen. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Ich dachte, die kann man bloß mit Dings kaputt machen. Aber okay, so geht's eben auch. Okay, dann gehen wir da runter. Und ja, müssen den Wasserfall leider wieder einfrieren, da es ansonsten nicht so geht, wie ich will. So. Seht auch schon, sind bloß noch 2 Flaschen. Eine magische Pfeilart. Und ein Dings. Item. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was bekommt man eigentlich, wenn man alle Feen in dem Dungeon rettet? Ja. Werden wir schon noch sehen. Auf jeden Fall ein ziemlich nützliches Item sollte man sich auch vor dem Boss holen, weil der Boss ist nicht von schlechten Eltern. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, und jetzt kann man... Achso, das ist da... Achso, so soll man aus dem Raum raus. Ups, hab was falsch verstanden. So, so da. Hä? Aber was bringt's mir, wenn die Wippe dann da hochgeht? Achso, die muss da vorne hochgehen. Ich bin auch manchmal etwas schwer von Begriff. So. Eieiei. Und jetzt muss ich nach ganz oben. Zack. Und jetzt kann ich das grüne Rohr aktivieren. Kapisch. Okay, das muss ich sogar aktivieren, weil wir sonst nicht weiterkommen. Okay, grün ist die letzte Farbe, die uns noch gefehlt hat. Mikaus Glücksfarbe, hat er ja auch in seinem Tagebuch geschrieben. Und ja, jetzt läuft das Ganze hier wieder. Soll ich jetzt wirklich einen Feuerpfeil für den Idiot opfern? Noch.
brauche ich gar nicht. So, hier muss man Zora sein, damit man hier hochkommt. Ansonsten ist man nicht groß genug. Und dann kann man hier rüber. Und ja, der Rest erledigt sich ja von selbst, oder? Also wenn ich weiß, dass man sich mit Fanghaken an Truhen heranziehen kann, hat ein ziemliches Problem. Gut, dann haben wir auch schon mal Nummer 13. So, nerv mich nicht. Jetzt brauche ich wieder Eispfeile. Oh mein Gott, geht mir das hier gerade auf die Nerven. Und zack. Ich finde aber die Dienen dann schon gar nicht mal so schlecht. Und ich meine, wir haben auch schon wieder fast geschafft. Also ich frage mich echt, was an dem Dungeon so schlimm sein soll, außer die Feen vielleicht. Gut, es dauert etwas, bis man reinkommt und alles, aber hey, so schlimm ist er nun auch wieder nicht. Ich verstehe sowieso warum die meisten Leute Majora's Mask nicht mögen. Gut, das fordert das seinen Anspruch. Das mag schon sein, aber. Ich bin wieder in dem Raum. Interesting. Und jetzt können wir suchen hier heraus, weil ja der Strom umgekehrt ist. Geil. Okay. Dann ist ja gut. Jetzt müssen wir nach. Falscher Raum. Nein! Damn it! Ich soll jetzt hier nochmal alles machen. Willst du mich verarschen? Oh nein. Nö, sehe ich nicht ein. Ocarina her. Und jetzt zum Nitter Zeit. Nein, Spaß. Wir nehmen. Ja, dieses Lied. Was passiert eigentlich, wenn man das in einem Dungeon spielt? Man kann zurück zum Eingang. Das ist das Tolle. Somit spare ich mir diesen ganzen Weg. Ich komme, aber das ist auch unfair. Wir hätten doch mal ein paar Schilder hinstellen können, wo es lang geht. Okay, ich hasse den Dungeon. Nein, Spaß. Okay. Nervst. Geh weg. Oh, die sind resistent gegenüber dem Fanghaken. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, willst du. Ich weiß. Aber gegen Falle seid ihr leider nicht resistent. Und zack. Obwohl hinten sind es gegen. Sind es auch nicht gegen Fanghaken resistent. Aber Pfeile treffen immer ins Schwarze. Naja, bei mir vielleicht nicht. Okay, wir machen jetzt einfach hier mal weiter. Und ja, den Boss gibt es dann doch erst im nächsten Part. Aber trotzdem sind wir den Part doch ganz weit gekommen. Außerdem. Der Boss, naja, der ist schon so ein Spaß-Event für einen ganzen Part. Und der Boss ist, wie bereits gesagt, nicht von schlechten Eltern. Also, man sollte ihn auf gar keinen Fall unterschätzen. Überhaupt Wasserboss, das sollte man nie auf die leichte Schulter nehmen. Aber das kennt er ja. Okay, jetzt brauche ich erstmal den Bumerang. Also, lieber schon, Zora Bumerang. Denn hier ist Nummer 14 von den Feen, eigentlich Nummer 15, aber ich nehme es jetzt einfach mal als Nummer 15 an. Nummer 14. Jetzt muss ich warten, bis die rauskommt. Oder muss ich da reinschwimmen? Komm her! Yes! Das sah gerade sehr glitchy aus, aber okay. Ich habe immerhin Nummer 14 bekommen. Und jetzt müssen wir einfach nochmal da rein. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Okay, und da ist sie auch schon. Nummer 15. Ja. Ich muss weiter nach hier hin. Sonst funktioniert
jetzt nicht. Zack. So, noch Feenmaske. Und aus. Wir haben es geschafft, Leute. Das war's. Mit dem Schädelbruchtempel, zumindest mit dem verrückten Feen. Wir haben sie alle. Das heißt, nur noch im vierten Dungeon müssen wir sie erneut alle sammeln. Und dann haben wir es. Gut, dann heißt es jetzt nur noch, mach den Boss fertig und du bist der große Gewinner des Tages. Aber den gibt's, wie versprochen, erst im nächsten Part. Denn in diesem Part hol ich mir noch das Feengeschenk. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hier an dieser Stelle wieder. Also, wir gehen jetzt raus. Ja, das soll man eigentlich nicht landen, aber ich bin jetzt daneben geflogen, ich Vollidiot. Und ja, jetzt gehen wir aus dem Dungeon raus. Und holen uns das Geschenk, das uns versprochen wurde. Stell dich da drauf und spiel das Lied. Spiel mir ein Lied. Genau das wollte ich haben. Okay. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier und dann geht's mit dem Boss weiter. Vorher hole ich mir jetzt noch, wie gesagt, zum dritten Mal das Feengeschenk. Okay, dazu brauche ich aber Fanghaken. Weil ansonsten wird es etwas schwierig. So. So. Jetzt muss ich nur noch die Palme treffen. Zack. Und los. Zack. Und jetzt müssen wir noch mal kurz durch die Höhle der Zoras. Und dann geht's auch schon zur Feenquelle. Ihr wisst ja wahrscheinlich noch gar nicht, wo hier überhaupt die Feenquelle ist. Ich muss sagen, sie ist auch ziemlich gut versteckt. Aber, ja, man findet sie sehr schnell. Oder auch nicht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich kommentieren soll. Naja. So, da runter und jetzt da raus. So, und dann sind wir hier wieder an der Schädelküste. Du gehst mir jetzt mal nicht auf die Nerven. Weg mit dir. Weg mit dir. Und ja, dann hätten wir es jetzt auch schon wieder so gut wie geschafft. Gut, dann gehen wir jetzt hier auf diese Insel und müssen darüber. Da hinten seht ihr bereits diese Nische und da ist dann auch schon die Feenquelle. So, da unter dem Felsen ist nur ein Loch, wo es nochmal Krabbelminen gibt und alles. Da könnte man jetzt die Vogelscheuche rufen oder man zieht sich mit der Palme darüber. Ich glaube, in der Beta gab es da nicht mal eine Palme, sondern nur die Vogelscheuche. Zumindest sieht es dann noch aus, sonst hätte man kaum hier die Vogelscheuche rufen können. Ja, wie jetzt? Ist näher ran. Doch, jetzt. Perfekt. Ja, und dann sind wir auch schon gleich drüben und dann haben wir es geschafft. Ach ja, stimmt. Bomben brauche ich dann auch nochmal. Zack. Und dann Bund verfasst, ne? Okay. Gut, darüber und zack. Bombe und aus ist. Ja, aufmachen. Ja, und hier ist die Feenquelle. Etwas schwierig zu erreichen, aber am Ende kommt man eben immer dorthin, wo man hin will. So, jetzt gehen wir das noch schnell ab und holen uns das Upgrade. So, und ich befürchte auch schon, dass der Part über 20 Minuten dauern wird, aber okay. Das ist sie. Die dritte Fee. Die dritte große. Oder vierte große, weil in Unruhen gab es auch nochmal eine. Oh, mutiger junger Freund, ich bin die große Fee des Mutes. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Zeichen meiner Dankbarkeit leih ich dir meine Stärke.
So. Und ihr seht bereits, die Herzen sehen anders aus. Ja. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund. Dein Rüstungsschutz wurde verstärkt. Ab sofort können dir deine Gegner nur noch halb so viel Schaden wie bisher zufügen. Besuche mich wieder, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Tschüss! Okay, die Herzen sehen nicht ganz so toll aus, wie ich immer dachte, aber okay. Damit hätten wir, ja, auch einen Rüstungszauber. Und im nächsten Part geht's dann los mit dem Boss. Also, bis dann und auf keinen Fall den letzten Part im Schädelbruchtempel verpassen. Ciao!